Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydroneer. So, ich habe die zweite Fackel hier noch installiert, also oder diesen Feuertopf oder wie auch immer ich das nenne. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall gefällt mir das recht gut. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts gemacht. Ich habe noch hier eine Treppe her, wobei ich da auch überlege, ob ich nicht zwei einzelne Treppen daher mache. Aber ich denke mal, dass das hier nicht funktioniert, oder? Ja, ich glaube, das wird hier nicht funktionieren. Ja, das passt schon, dann mache ich eben hier nur eine hin. So, dann würde ich sagen, werden wir heute mal ein klein wenig mit dem Hausbau beginnen. Das hier finde ich ganz okay. Ich habe jetzt mal die Säule nochmal gedreht. Dadurch habe ich jetzt hier diese Optik. Ist definitiv besser als die und gefällt mir auch besser als die Säule, wenn sie rausschaut. Wo habe ich meine Säulen da? Ich habe, glaube ich, 50 Säulen oder sowas gekauft. So, stell dich mal hin. Zeig dich mal. Nee. So, genau. So war es ja vorher. Aber das finde ich jetzt nicht so toll wie das da. Also das finde ich irgendwie besser. Genauso würde ich es gerne hier machen wollen. Oh. Muss ich da hin, ne? So, genauso würde ich das hier machen wollen. Das wird verkleidet. Da werde ich auch wieder mit den Mauern weitermachen. Also ich würde auch hier sagen, dass ich... So. Dass wir hier das quasi so nach innen nehmen. Und das schaut doch eigentlich ganz okay aus, finde ich. Also mir gefällt es jedenfalls. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, damit ist das Kabel dahinter auch ein bisschen versteckt. Natürlich sieht man es von hier noch, aber hier möchte ich eigentlich auch noch mal eine Tür oder irgendwas hermachen. Mal gucken. So, den Kernstein habe ich jetzt halt noch den einen Barren hergestellt. Mit dem einen Kilo habe ich ihn hier drauf gelegt, dass es läuft. Und damit läuft eigentlich jetzt die ganze Industrie hier schon seit einigen Stunden. Bin bloß mal gespannt. Jetzt halt nur beim Eisen mal. Gucken wir mal. 416.000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, du müsstest jetzt da auch reinfallen. Jawohl. Immer wieder mal testen, ob das auch wirklich weiterhin so bleibt. So. Dann würde ich sagen, machen wir erst einmal hier ein bisschen den Innenausbau. Hier würde ich, wie gesagt, nochmal eine Tür reinmachen. Und dann sollen natürlich Wände hinkommen auf diese Höhe. Und mal gucken, wie das dann später ausschaut. Das ist ja ein bisschen rumtesten. So, ich denke... Nein. Ich denke mal, dass ich hier noch mal eine Tür her mache. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich meine, ihr stört jetzt halt alle noch. Euch muss ich jetzt halt einfach mal ein Stück weiter wegschieben. So, dass wir hier Platz haben, weil ich würde nämlich gerne auch die Holzböden hier außen weiter verlegen. Weil das ist doch nur noch... Nee, das sind schon mehrere. Einfach mal ein bisschen nach vorne schieben das Ganze. Hätte ich schon machen können eigentlich, ne? Es kann doch auch sein, dass wir nochmal losfahren müssen. Türen zum Beispiel habe ich jetzt halt gar keine mehr da. Es wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn wir... Also quasi mehrere Eingänge machen. Ja, da mache ich das dann genauso. Da kann ich eigentlich auch kleine nehmen, ne? Dann vergeude ich nicht die großen. Und hier sollen dann Fenster hin. Jetzt muss ich nur mal überlegen, ob ich das mit... Ich muss euch noch ein wenig auf die Seite schieben, weil ihr steht mir immer noch ein wenig im Weg.
Dich, ups, dich brauche ich. So. Dich brauche ich. Was haben wir da drauf? Die schmalen Böden. Da haben wir die kleinen. Jawohl. Vielleicht lassen wir das auch so als Durchgang. Keine Ahnung. Muss man überlegen. Jedenfalls würde ich gerne sehr viele Fenster machen. Aber hier schon ein Fenster an der Ecke ist, glaube ich, ein wenig zu früh. Wir setzen das einfach nochmal um. Und dann machen wir hier nochmal eine Wand. Und dann wird es ein bisschen besser sein. Denke ich. Und dann bin ich nämlich hier ein Stück weg. Dann ist die Frage, ob ich... So. Ob ich dann... das hier so mache. Und dann Fenster. Fenster, Fenster. Ich sollte euch eigentlich alle wegtun, dass ich wirklich nur noch die Bauelemente da habe. Und dann könnte man, ich muss da wahrscheinlich auch nochmal viele holen, könnte man nochmal hier so einen schmalen Streifen machen. Ich möchte ja auch irgendwie nach oben kommen. Also ich möchte hier noch so eine Art Treppenhaus oder was bauen. Das würde von der Höhe ideal passen. Ich nehme jetzt mal die Tür hier weg. Gefällt mir. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir so gut, dass ich das gleich festmache. Nicht die Scheiben kaputt hauen, bitte. So, die Tür werde ich auch hier an der Stelle lassen, weil es einfach gut ist, wenn man hier reinkommt. Dass man dann eben... Ja, doch. Das gefällt mir. So, schmeiß mal den Hammer weg. Dann würde ich sagen, kommen hier Fenster her. Dann muss ich nochmal gucken, wie viele Fenster ich da mache, weil... Ich möchte dann im Grunde auch sowas wie ein Dachgemisch aus Stein und Glas machen. Entschuldigung. Ah, das können wir sogar so machen. Cool. Passt ja optimal, ne? Deswegen habe ich das jetzt erst einmal dahin gemacht, weil ich mir dachte, ich schau mal, wie viel Abstand ich da habe. Wäre das jetzt halt hier eins weniger gewesen, dass eins hier nicht gepasst hätte, dann hätte ich das Fenster gar nicht gemacht. Oder ich hätte zwei Dreierfenster gemacht oder sowas. Zum Glück ein bisschen ist möglich mit dem Mausrad. Nicht zu viel, aber bin eh schon froh, dass das jetzt halt hier so wunderbar klappt mit dem Platzieren. Hm.
Ich glaube, da muss ich noch viele von den Teilen kaufen. Weil doch das, dass ich hier das dann ringsrum machen muss. Ich wollte eigentlich zuerst große Fenster machen, also das 2x2 machen. Und dann erst hier so einen Rand drauf. Aber ich glaube, das ist ausreichend von der Höhe. Ich glaube, das ist ausreichend. So, das ist halt im Grunde so der. So ein Hintenrumweg. So, machen wir mal die Dinge auch fest gleich. Unten hast du schon alles, da brauchst du nicht nochmal. Und wir haben schon wieder Nacht, ne? Aber zum Glück ist es jetzt nicht so dunkel. So, tu mal die Säulen her. So, die stellen wir jetzt mal da ganz kurz ab. Weil ich nämlich mal gucken will, wie das ist, wenn ich das hier hin mache. Als Säule, die nach oben geht. Da haben wir bei der Tür auch, ne? Das ist ja auch ein wenig anderer Stein. Es ist schade, dass die Schattierung von den kleinen sehr unterschiedlich ist zu den großen. Aber das gefällt mir. Das ist halt jetzt wirklich nur Spielerei, ne, das Ganze. Noch irgendwas? Nee, ne, da ist alles fest. Gut. So. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Wir könnten, weil ich möchte ja da oben auch irgendwie eine Ebene haben und ich möchte hier noch Lampen und so weiter drüber machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das genau gestalte. Werden wir sehen, ne? Vielleicht, wenn wir, weil das soll ja nur so ein. Schaust du raus? Nee, rausschauen tut's nicht. Wie ist es mit den kleinen Leitern? Wo habe ich die? Ach ja, die habe ich auch einmal mit dabei, weil ich das einfach mal testen wollte, wie das ausschaut, wenn ich die. Ach, die sind mittig, ne? Das habe ich nicht gewusst. Das ist das erste Mal, dass ich die gekauft habe. Und ich wusste nicht, wie die ausschauen. Ich hatte jetzt eigentlich schon gehofft, dass die hier irgendwie. Ja, die gehen nicht nach innen rein, ne? Da müsste ich wahrscheinlich erst die. Aber dann schauen die trotzdem nicht raus, weil die sind hier von der Linie her dahinter. Also bringt mir das nichts. Ah, schade, echt. Ich stelle euch jetzt halt einfach mal, oder dich stelle ich jetzt einfach mal daher. Ah, geh mal schlafen. Ich meine, das Gamma habe ich ja nach oben, das wisst ihr ja, dass es ein bisschen heller wenigstens ist in der Nacht. Gut. Böden, da haben wir noch die Teile, da haben wir unsere Lampen. Da habe ich auch schon mir Gedanken gemacht, wie ich das am besten platziere. Weil die sollen ja hier im Grunde drüber sein. Und sollen dann eben diesen Bereich hier beleuchten. Möchte das nur irgendwie verstecken, diese ganze Verkabelung. Und ich glaube, die Höhe ist sogar ideal, weil hier muss ein Boden her. Schauen wir mal. Großer Boden, Dankeschön. So.
Jetzt muss ich nur das Raster hier erwischen. Mal ein bisschen genauer. Dich habe ich schon festgemacht, ne? Keine Ahnung warum. Weil ich eigentlich dich wieder wegmachen wollte erstmal. Es müsste von der Rasterung. Jawohl, passt. Passt, passt, passt. So, und du kommst damit dran. Dann suche ich immer noch die schmalen Treppen. Beton. Die werde ich bei Gelegenheit mal wegsortieren. So, da sind sie nicht. Da sind die Fenster. Das sind alles Fenster. Elektro. Große Treppen. Kleine Stege. Habe ich die hier oben? Ach Gott. Bin doof. Da hüpfe ich die ganze Zeit drüber, ne, über die Dinge. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mit der Leiter jawohl, da komme ich am Fenster vorbei, das ist gut. Das ist gut, dann kann ich da nämlich hochlaufen. Und dann da oben. Achso, stimmt, da müssen ja auch nochmal halbe drauf, ne? Da sind sie. Mist. So, und das da ist ja Bodenhöhe. Das heißt, es wären dann. Nein, keine Leiter. Jetzt gehen wir mal bis daher. Ja, okay, das geht nicht. Da komme ich dann nicht vorbei. Da komme ich vorbei. Das ist okay. Okay. Den Versatz, ne? Muss ich vielleicht einmal zwei kleine noch mit reinmachen, dass es dann passt. Ja, machen wir da. Machen wir da die kleinen hin. Wo seid ihr? Da. Achso. Ja gut, da können wir ja nichts machen. Das heißt, ich müsste jetzt hier noch eine auffüllen. Schauen wir mal, ob wir da rankommen. Jawohl, kommen wir. Das ist cool. Heute wird Häusle gebaut. Da habe ich mich echt drauf gefreut, auf den Ausbau.
Das ist nur schade, dass es nicht irgendwie sowas wie ein Geländer gibt oder sowas. Also das da lasse ich natürlich offen, ne? Das ist auch klar. Ich glaube, das mit der Verkabelung, das werde ich nicht hinbekommen, dass ich die verstecke. Da müsste ich wesentlich aufwendiger bauen, da müsste ich mit Zwischenböden und so weiter bauen. Und das muss jetzt halt auch nicht sein unbedingt. So, das passt eigentlich ideal hier. Also ich möchte nämlich hier nicht breiter werden. Ich möchte das im Grunde so haben, dass ich dann hier stehe und nach unten gucken kann. So als wärst du in der Fabrik und du schaust dein Werk an, wie alles arbeitet und funktioniert. Eben, warum nicht gleich so, ne? Ich glaube, ich brauche den unten ja auch noch mal, aber ist egal. Für jetzt brauche ich ihn hier. Wie weit muss ich noch? Ein halbes und ein ganzes. Aber ich habe zumindest nichts gesehen, was irgendwie geländerartig ausschaut. Da müsste ich mal gucken. Es gibt Verzierungen, so Verzierstreben, die etwas dünner sind, die im Grunde nicht größer sind wie ein so ein Brett. Die gibt es in gerade und in schräg. So, dann würde ich gerne hier nochmal im Grunde eine Halbwand ziehen. Meine Halbwände. Ach, die habe ich nach innen, ne? Platzieren ist immer eine Herausforderung. Okay, da habe ich jetzt schon keine mehr. Da habe ich jetzt wirklich viele verballert, muss ich sagen. Dann machen wir jetzt eben mal mit dem weiter. Dachte ich mir. So, dann können wir hier noch mal Halbböden machen. Schauen wir mal, ob ich da rankomme. Ah, nee, leider nicht. Aber man dreht sich so in Zeitlupe, ne, wenn man den Wagen in der Hand hat. So, die stelle ich daher. So, dann hätten wir das wieder aufgefangen. Dann kann man hier wieder mit großen Böden machen. Genau, hier kommt dann auch eine Mauer ringsrum. Ich nehme mal jetzt halt hier eine weg, wie das ausschaut. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass die Sachen hängen bleiben, ne? Das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Deswegen habe ich das ja dann auch so hingedreht. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Das kann ich ja dann offen lassen. Das soll offen bleiben. Nur hier eben nochmal rum, dass das alles ein wenig eingefasst ist. Jo. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich das unten mache mit der Beleuchtung. Also, die Böden sollten dann bis dahin gehen. Genau, da kommt dann wieder Wand. Obwohl das ja eigentlich
kontraproduktiv ist. Also wenn dann noch eins, ne? Weil ich wollte ja da eigentlich diesen Weg haben, dass ich dann ringsrum laufen kann. Sollte dann irgendwas festhängen, dass ich das dann wieder lösen kann. Und alles, was irgendwie Säulen oder sowas sein soll, optisch, was dann das quasi hält, das muss ich dann platzieren, wenn hier oben das alles fertig ist, dass ich dann sehe, wo ich die Balken setzen kann oder muss, wie auch immer. Okay, das war auch der letzte Holzboden, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir da recht viel brauchen. So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen festklopfen. Bin ja froh, dass das auf die Seite ganz gut rausläuft. Ja, obwohl, hier bin ich auf jeden Fall eine halbe Fliese versetzt, ne? Alles fest. Ich habe mir das schon gedacht, dass das nicht innerhalb von einem Part gemacht ist hier. Aber die habe ich. Die Seiten lasse ich mal noch. So, hier kommen dann nochmal halbe hin, dann hier vor, darüber und das dann auch so, dass es im Grunde zwei solche Platten hier drüber geht. Und dann kann man hier oben nämlich stehen und auf seine Fertigung hinabblicken. Wie ich das mit der Fertigung und so weiter mache, kann ich noch nicht sagen. Ich habe den jetzt bloß nochmal dekorativ hier in die Mitte gestellt. Also passt schon. So, halbe haben wir ja noch. Das heißt, die können wir auf jeden Fall noch ransetzen. So, hier kann man ja dann wieder ein volles Brett hinsetzen. Dann passt es. So, das heißt, wir brauchen ganz viele von denen hier, von den halben. Wir brauchen ganz viele von den normalen Holzböden, weil das muss ja hier außen auch noch verziert werden. Da möchte ich auch bei Holz bleiben. Das heißt, wir schaffen einmal die leeren Wägen auf den Wagen. So, dich nehme ich mal mit. Komisch, ne, dass das da geht. In Boden reingeht, obwohl ja hier im Grunde das Ende ist. So, ich habe auch mal so einen Helm gekauft. Bringen tut er nicht viel. Ich habe ihn halt einfach mal gekauft. So, genau, einfach da mal droppen lassen. Ja, warum droppst du nicht? Dropp halt einfach runter. Danke. So, ich möchte natürlich Türen müssen wir noch kaufen. Und ich bin mal gespannt wegen den Fenstern, weil das da oben, da kommen dann hier nochmal Fenster drauf. Da hatte ich allerdings vor, dass ich dann immer 2x2 Fenster mache, nicht nur so kleine wie jetzt hier, sondern 2x2 Fenster. Das muss ich noch zumachen. Aber wir brauchen ja noch ganz viel von den... Ganz viel. Ganz viel, viel, viel. Na gut, ich denke, dass ich das alles einkaufen werde. Da war doch noch ein leerer Wagen, ne? Ja.
Ich denke, dass ich das alles einkaufen werde. Dass wir dann zum nächsten Mal hier weiterbauen können. So. Ist da noch voll? Ja. Habe ich eigentlich erst aufgefüllt. Das passt schon. Und die Dachteile möchte ich da oben noch verarbeiten. Ich weiß noch nicht, ob die ausreichend sind. Vier Ecken sind auf jeden Fall dabei. Die müssten reichen, weil der ist ja rechteckig, dieser Kasten. Ja, alles klar. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefällt. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.